Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Original vs. Remake. Ja, diesmal habe ich mich hier für einen Action-Klassiker entschieden, weil ich mir die Robocop-Trilogie geholt habe, weil ich mich einfach mal damit beschäftigen wollte, habe ich mir gedacht, hol dir gleich das Remake, was ja in aller Munde irgendwie gar nicht so gut bei wegkommt. Also will ich mich da mal selbst von überzeugen und ich dachte mir, das wäre einfach mal perfekt für mein Format. Ja, und gehe ich mal drauf ein. Ich habe hier das Original von 1987 in der Unrated-Fassung gesehen. Die Unrated-Fassung geht 99 Minuten. Ist von Paul Verhoeven. Den kennt man vom Original Total Recall-Film, der auch sehr geil ist. Und Starship Troopers, der natürlich auch seinen zu Recht einen Kultstatus besitzt. Das Ganze ist ab FSK, das Ganze ist FSK 18 in der Unrated. Ich glaube, die R-Rated hat eine FSK 16 erhalten. Amerikanische Produktion und unter Robocop ist hier Peter Weller. Den kennt man auch von Naked Lunch zum Beispiel oder auch von Sons of Anarchy. Hier ist das Remake von 2014. Hier gibt es natürlich keine Unrated oder sowas, hier gibt es nur eine Fassung. Die geht 113 Minuten, ist also um einige Minuten länger. Josie Perdila, ich weiß nicht genau, ein brasilianischer Regisseur, den man eigentlich noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Der hat jetzt nicht mal was Erwähnenswertes rausgebracht, was ich jetzt hier erwähnen sollte. Was mich schon mal ein bisschen skeptisch machte, ob das überhaupt ein gutes Remake sein kann. Aber man will ja auf jeden Fall keine Vorurteile haben. Das Ganze ist auch FSK 12, was mich auch wieder sehr gewundert hat, weil doch Robocop in der, vor allen Dingen in der Unrated im Original sehr brutal ist. Dachte ich mir hier mit FSK 12, entweder hat man hier wieder nur ausgewürfelt oder der Film ist wirklich sehr harmlos. Ist auch wieder amerikanische Produktion und Joel Kinnaman spielt hier den Robocop. So, dann kommen wir mal zur Story. Story ist natürlich nicht überraschend. Es ist ein Polizist bei beiden hier. Es ist ein bisschen abgewandt. Also es ist nicht ganz genau gleich, aber es ist im Grunde das Gleiche irgendwie. Oder kommt aufs Gleiche raus. Es ist ein Polizist, der bei einem Einsatz oder auch nicht, also hier ist es kein Einsatz, aber das ist ja jetzt egal, quasi fast stirbt, fast sein Leben verliert, nie wieder als Cop zurückkommen könnte. Und ja, in so eine Montur hier gesteckt wird, um als Robocop zurückzukommen. Und das Ganze ist halt ein Prototyp und soll ausprobiert werden. Und ja, so ist halt die Story. Ich muss sagen, im Original ist das alles nicht überraschend. Das ist so typisch 80er Jahre Actionfilm irgendwie. Da hat auf jeden Fall, ja, das ist fast schon noch ein bisschen trashig gehalten. Muss man mal zugeben. Aber trotzdem sehr gut. Die Story im Remake hat mich allerdings da schon ein bisschen mehr gepackt, muss ich sagen. Weil man hier viel mehr auf Einzelheiten eingeht. Hier wird viel mehr die Vorgeschichte unter die Lupe genommen. Mit der Familie. Die Familie ist hier allgegenwärtig, während sie hier nur in Rückblicken, im Original ja nur in Rückblicken dabei ist. Die Story hat auch einen leicht anderen Verlauf, was aber jetzt aufgrund von Spoilern nicht groß angesprochen wird von mir. Aber man geht hier viel mehr auf die Korruption ein und auf die einseitige Berichterstattung der Medien zum Beispiel, was ja auch allgegenwärtig heutzutage wieder ist oder eigentlich immer. Von daher muss ich sagen, irgendwie hat die Story mir wirklich im Remake besser gefallen, weil das Ganze alles viel schlüssiger ist und mir besser gefallen hat, einfach. So, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal den ersten Punkt beim Remake. So, Spannung. Muss ich sagen, also Robocop im Original ist nicht überragend spannend. Er hat seine spannenden Momente, aber ist, wie gesagt, eigentlich eher mehr so stinknormaler 80er-Jahre-Actionfilm. Es ist nicht schlecht von der Spannung her, aber auch hier muss ich sagen, hat Robocop im Remake deutlich die Hosen an, was die Spannung angeht. Also der Film ist wirklich, hat richtig spannende Momente drin, was die Rache an den Machern natürlich angeht. Das Ganze wird hier natürlich auch aufgrund der längeren Laufzeit viel deutlicher ausgearbeitet. Zweiter Punkt fürs Remake.
So, dann kommen wir zur Atmosphäre. Und da muss ich jetzt allerdings sagen, gefiel mir die Atmosphäre beim Robocop Original besser. Es ist halt diese typische Paul Verhoeven-Atmosphäre, die kennt man einfach von, wie gesagt, von Total Recall und Starship Troopers. Das zieht sich auch durch Robocop. Und es ist halt dieser 80er-Jahre-Flair, den liebe ich ja. Von daher gibt es hier auf jeden Fall den Punkt. Aber ich werde jetzt natürlich auch nochmal aufs Remake kommen. Was ich nicht so cool fand. Also Vergleich auf jeden Fall jetzt ist das Remake sehr klinisch und wirkt einfach eher wie so ein Superheldenfilm. Der Sorte Marvel oder hier, was die Düsternis angeht, eigentlich eher DC. Es ist auf jeden Fall auf dieses Publikum abgezielt, die ja gerade halt diese ganzen Superheldenfilme gucken. Fand ich nicht schlecht, ich kann damit leben, aber da geht doch klar deutlich der Punkt ans Original. So, und Schauspieler muss ich sagen, Robocop ist natürlich von Peter Weller sehr gut gespielt. Das Ganze ist sehr cool und mit auch einem gewissen Overacting verbunden. Gerade auch die Bösewichte hier hat mir gut gefallen. Im Remake sind natürlich die Schauspieler echt gut, da muss man sagen. Es ist total Hollywood und all sowas. Also hier wird wirklich alles rausgekitzelt. Aber mehr Charme hat auf jeden Fall für mich das Original. Was die Schauspieler angeht, diese Coolness, diese 80er-Jahre-Stimmung, daher gibt es auf jeden Fall da den Punkt. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Brutalität. Und brutal, da muss ich wirklich sagen, ganz klar das Original. Also, gerade in der Unrated sieht man hier als der Polizist das erste Mal dann halt niedergestreckt wird. Bevor er dann zu Robocop wird. Es ist sehr, sehr blutig. Hier werden schon Gliedmaßen abgeschossen und so. Also das ist schon wirklich extrem. Ich kann mir vorstellen, dass damals Paul Verhoeven damit Probleme hatte, weil der sollte ja eigentlich eher einen familienfreundlicheren Film gestalten und dann haben sie das natürlich abgelehnt. Später kam der Director's Cut in der Unrated dann halt doch noch mal raus und die habe ich jetzt hier angeguckt und die ist schon wirklich sehr brutal. Kriegt hier auch ganz klar den Punkt. Die FSK 12 bei Robocop Remake kann ich nicht ganz verstehen, weil hier gibt es jetzt keine nicht unbedingt brutale Szenen, aber ja, es ist sehr überladen alles. Man sieht hier doch natürlich viele Schießereien, die dann auch halt etwas blutiger enden können. Aber es ist hier zum Beispiel eine offene Hirn-OP zu sehen, was ich schon ziemlich heftig für eine FSK 12 finde. Aber im Allgemeinen kann man hier nicht von Splatter oder sonst was sprechen. So, die Effekte sind natürlich im Remake auch modern, futuristisch, mit sehr viel CGI, mal besser, mal schlechter. Aber das CGI ist auf jeden Fall durchgehend zu erkennen. Im Original muss ich sagen, sind die Effekte natürlich blutig. Auch Einschusslöcher sind extrem blutig geworden. Das Ende hat sehr geile Effekte und vor allen Dingen, was ich hier liebe, die Stop-Motion-Effekte, die in diesem Film ja auch teilweise mit vorhanden sind. Gerade es gibt ja vor Robocop noch solche komischen Computerpolizisten, die einfach mal gar nicht funktionieren und die werden halt mit Stop-Motion-Effekten dargestellt, was mir einfach hervorragend gefallen hat. Deswegen gibt es hier ganz klar auch einen Punkt fürs Original. So, und dann kommen wir jetzt zum Tempo. Das Tempo ist im Original gut und direkt mitziehend, also so wie man einen 80er-Jahre-Actionfilm auch erwartet. Mit einer Lauflänge von 99 Minuten wird es hier nicht langweilig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass hier alles an einem vorbeizieht. Da muss ich schon sagen, finde ich es beim Remake schon etwas unangenehmer. Das Tempo ist sehr schnell, man kommt nicht mit, da war das Ganze auch. Ja, sehr futuristisch gehalten ist und mit sehr viel Technik verbunden ist, muss man da halt auch erstmal seine Zeit haben, um damit klarzukommen, um zu checken, wie funktioniert dieser Anzug zum Beispiel jetzt einfach. Und dem wird halt nicht viel Zeit gegeben, obwohl bei 113 Minuten schon eine deutlich längere Laufzeit vorhanden ist, ist das Tempo zu schnell. Da hätte man dann, ja, weiß ich nicht, das irgendwie anders regeln müssen auf jeden Fall. Auf jeden Fall war der Film mir zu schnell. Vom Tempo gibt es auf jeden Fall auch hier ganz klar Punkt fürs Original. Dann kommen wir zur Kamera. Und ja, hier haben wir natürlich auch häufig diese Ego-Perspektive von der Sicht vom Robocop aus. Die gefällt mir im Original viel besser. Ansonsten nicht sonderlich abwechslungsreich. Gibt es jetzt hier nicht voll die geilen Kameraeinstellungen.
Die Ego-Perspektive beim Remake ist, finde ich, nicht so geil, muss ich sagen. Das Ganze ist sehr modern gehalten, wie man es halt wirklich auch von Marvel-Filmen kennt. Es ist mir einfach zu viel des Guten und es ist auch ohne Herzblut. Es wirkt einfach nur dahingeklatscht. Auch wenn das natürlich sehr überzeugend ist, aber es ist halt dieser Marvel-Stil und der kommt für mich persönlich nicht gegen diesen Kamerastil an, den es aus den 80ern hier für den Robocop gab. Und dann kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, nämlich das Kostüm. Ich gehe jetzt natürlich nur größtenteils auf Robocop. Robocop sieht sehr cool aus, natürlich, wie man ihn kennt. Also dieses Bild ist halt sehr vertraut. Auch die Polizei hat halt so typisch diese 80er Outfits an, diese 80er Jahre Uniform. Gefällt mir auch sehr gut. Der Robocop hier ist natürlich sehr viel moderner. Und da muss ich sagen, es gibt am Anfangs erst eine andere Ausführung, die dem Original sehr ähnelt. Aber später wird das Ganze hier nochmal überarbeitet und dann hat er hier dieses Outfit. Und ich muss sagen, auch wenn ich das Original natürlich sehr gerne mag, irgendwie hat mir das Kostüm hier mehr zugesagt. Im Remake. Weil irgendwie das Ganze noch düsterer ist und es hat sowas wie ein menschlicher oder ein Menschenform-Kit von Knight Rider irgendwie. Aber ich fand es da irgendwie ja, besser. So, und dann kommen wir jetzt zu, muss ich mal gucken hier, Kostüm, zu der Kulisse. Die Kulisse natürlich in den 80er Jahren, hier Straße, Detroit, Polizei, genau das, was ich halt in den 80er Jahren so mag, in den Actionfilmen auch. Schön dreckige Atmosphäre auf den Straßen New York, Detroits und im Remake ist das halt alles mehr so, ja, halt auch wieder so futuristisch gemacht, sehr modern. Man spielt sich viel im Labor ab. In einer großen Science-Fiction-Firma da, die im Kommen ist. Das haben mir alles nicht zugesagt. Das ist nicht mein Ding gewesen. Gibt es auf jeden Fall hier auch den Punkt für Robocop, dem Original. Kommen wir zum Soundtrack. Also hier hat man natürlich im Remake bei Spannung immer mal wieder bombastischen Soundtrack, der halt einfach auch wieder Marvel-like ist. Muss man einfach immer wieder erwähnen. Der Soundtrack gefiel mir doch in den 80ern bei dem Original viel besser. Das ist mehr wo man mehr mit Streichern arbeitet, dafür aber richtig druckvoll daherkommt. Gefiel mir hier besser. Auch hier gibt es wieder den Punkt fürs Original. Dann kommen wir zum Finale. Ja, das Finale ist natürlich bei Robocop augenzwinkernd. Jeder weiß, was ich meine mit der schlussendlichen Szene. Quasi auch irgendwo ein Happy End dann. Hat mir richtig gut gefallen. Das ist jetzt kein perfektes Finale, aber es hat mir gut gefallen. Und im Remake ist das Finale sehr bombastisch. Und hier fehlt halt komplett der Witz. Dieses Augenzwinkern, was mir halt im Original gut gefallen hat, ist hier komplett weg. Es ist hier halt wirklich so, auch aufgrund der Familie, die natürlich anwesend ist, alles wieder so, ach, so wischiwaschi da. Keine Ahnung, so viel zu konventionell. Man erwartet das genau so, wie es halt auch stattfindet. Das ist halt einfach Bullshit irgendwie. Das ist nicht gut in Szene gesetzt. Man hat einfach hier bei Robocop in den 80ern mit diesem, ja, ich will nicht spoilern hier, aber mit diesem augenzwinkernden Finale deutlich mehr Witz und von daher auch mehr Wiedererkennungswert vor allem. So, und jetzt zur kompletten Filmlänge. Muss ich sagen, gibt es im Original, ist es perfekt. Man könnte ihn vielleicht minimal kürzer machen, aber im Allgemeinen will ich hier nicht meckern. Man ist die ganze Zeit gut unterhalten, er hat keine Längen. Im Remake ist die Filmlänge schon okay, wegen der Story, die natürlich auch vor allem die Vorgeschichte sehr viel mehr Zeit benötigt. Ich hätte ihn aber auch minimal kürzer gemacht, weil ja, diese ganze Sache mit der Familie, es ist zwar cool, dass die hier anwesend ist, die Familie. Und dass man storymäßig hier ein bisschen mehr verarbeitet. Aber war mir im Allgemeinen dann doch ein bisschen zu lang. Da gefiel mir die Kurzweiligkeit im Original halt viel besser.
Ja, und jetzt, wie wir das auch hier zählen, steht es jetzt 10 zu 3 fürs Original. Das ist ein ganz klarer Sieg. Und ich möchte aber auch nochmal ganz klar sagen, dass das Remake gar nicht so schlecht ist, wie alle gesagt haben. Man muss allerdings auch so ein bisschen Hang zu Marvel haben und damit klarkommen. Wer Marvel-Filme nicht steht, wer wird wohl wirklich so seine, oder wer mit Marvel-Filmen überhaupt nichts anfangen kann, wird wohl auch ein bisschen mit dem Remake hier seine Schwierigkeiten haben. Mindfuck-Punkte gibt es eigentlich nur einen fürs Original, aufgrund der Stop-Motion-Effekte, die mir sehr gut gefallen haben. Ja, und im Allgemeinen kriegt das Original von mir 7 von 10 Punkten. Also es ist wirklich ein cooler Actionfilm. Ich freue mich auch schon auf die Fortsetzung, die beiden, die ich jetzt noch nicht gesehen habe hier. Das Remake kriegt von mir 6 von 10 Punkte, also ist auch nicht zu verachten. Werde ich mir zwar nicht in die Sammlung stellen, mir reicht das Original, aber... Also ich würde schon sagen, einen Blick riskieren, einfach mal zum Vergleich zum Original ist es schon wert. Es ist schon irgendwie interessant, auch die Story mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Hat mir gut gefallen. Ja, 10 zu 3 gewinnt hier also das Original. Für mich persönlich auch der bessere Film. Ja, Ende Gelände. Ich danke euch fürs Zusehen. Mal sehen, was ich noch so in der nächsten Zeit in diesem Format raushau. Auf jeden Fall wird das Format nicht einschlafen. Haut rein, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis denn. Ciao.